Das Coronavirus. Fakten und Antworten zum Virus und zur Impfung. Coronavirus. Die Basics. Um die vielen falschen Behauptungen zum Coronavirus und Impfungen besser erklären zu können, zunächst ein paar Grundlagen, die man vielleicht nicht direkt auf dem Schirm hat. Coronaviren sind eine große Familie von Viren, die wir seit den 60er Jahren kennen. 2019 tauchte ein neues Coronavirus, SARS-CoV-2, auf. Die ausgelöste Krankheit, Covid-19, wurde zunächst als Lungenkrankheit bekannt. Heute wissen wir, dass sie eine systemische Multiorgankrankheit mit bislang nicht absehbaren Langzeitfolgen ist. Im Laufe der Zeit wird das Coronavirus immer weiter mutieren und sich an uns anpassen, um sich effektiver vermehren zu können. Viren mutieren ständig. Eine Mutation ist ein zufälliger Kopierfehler im Erbgut. Die meisten haben überhaupt keinen Einfluss. Aber manche sind relevant. Sie können dafür sorgen, dass sich das Virus besser verbreiten oder eine Antikörperabwehr besser entkommen kann. Mutationen, die so dominierend sind wie die Delta-Variante, werden am Ende nahezu alle anderen Varianten verdrängt haben. Die Wahrscheinlichkeit von neuen Mutationen steigt mit der Menge der Infektionen. Die Impfung soll daher die Weitergabe bremsen und schwere Krankheitsverläufe vermeiden. Wir werden uns in den nächsten Jahren wahrscheinlich alle mit dem Coronavirus infizieren. Die Frage ist nur, ob wir dann durch eine Impfung geschützt sind oder nicht. Aber was wissen wir eigentlich über die Corona-Impfstoffe? Impfstoffe. Die Fakten. Die Corona-Impfstoffe sind sogenannte Plattform-Impfstoffe. Im Gegensatz zu herkömmlichen Impfstoffen wird hier kein Antigen durch einen deaktivierten oder abgeschwächten Erreger verimpft, sondern nur der Bauplan dazu. Ein Vorteil ist, dass viel weniger Inhaltsstoffe benötigt werden. Die mRNA-Impfstoffe sind quasi die ersten veganen Vakzine. Die Technik dahinter, diesen Bauplan in den Körper zu bekommen, ist seit Jahren erforscht und schon lange im Einsatz. Aber wie konnte man in so kurzer Zeit Impfstoffe gegen ein unbekanntes Virus entwickeln? Dauert das sonst nicht Jahre? Und wie können diese dann auch noch sicher sein? Erstens ist das Virus gar nicht so unbekannt. Die Ähnlichkeit mit SARS-CoV ist hier ein riesiger Vorteil. Wir konnten auf die Inhalte von 18 Jahren Forschung zurückgreifen. Zweitens wurden hier auf allen Ebenen optimale Voraussetzungen geschaffen. Klinische Studien wurden parallel durchgeführt. Ein sogenanntes Rolling Review-Verfahren sorgte für eine schnelle laufende Bearbeitung der Anträge. Und Geld spielte diesmal überhaupt keine Rolle. Und drittens haben noch niemals zuvor so viele Forschende weltweit an nur einem Thema gearbeitet. Noch nie waren die Daten weltweit so schnell verfügbar. Trotzdem mussten alle Impfstoffe die gleichen Hürden der Zulassung überwinden, wie jeder andere Impfstoff auch. Aber was ist mit Langzeitdaten, wenn die Impfstoffe so schnell geprüft wurden? Dazu muss man etwas ganz Grundlegendes zu Impfstoffen wissen. Es gibt hier, im Gegensatz zu Medikamenten, keine Langzeitdaten. Ein Medikament wird eingenommen. Der Wirkstoff reichert sich an, wird verstoffwechselt und kann eine längere Zeit auf den Körper wirken. Der Impfstoff wird verimpft, liefert den Bauplan ab und zerfällt dann. Bereits nach einem Tag ist er nicht mehr nachweisbar. Er kann also gar nicht lange auf den Körper wirken. Die Angst vor Langzeitwirkungen basiert wahrscheinlich darauf, dass seltene Nebenwirkungen eben selten sind und statistisch erst nach sehr vielen Impfungen auftreten. Es ist also nicht die Dauer des Impfstofftests entscheidend, sondern die Anzahl der teilnehmenden Personen. Und hier haben wir dank der Pandemie und der Impfkampagne momentan wieder einen Vorteil. Niemals zuvor in der Geschichte der Medizin hatten wir so viele Daten zu neuen Impfstoffen in so kurzer Zeit. Alleine mit Comirnaty, dem Vakzin von BioNTech/Pfizer, wurden bereits über 150 Millionen Menschen geimpft. Wir haben damit hier nach allen vorliegenden Daten einige der sichersten und effektivsten Impfstoffe überhaupt. Corona, die Mythen. Stimmt es, dass tausende Menschen nach der Corona-Impfung starben? Bei solchen absoluten Angaben ist Vorsicht geboten. Wichtig ist schließlich auch, wie viele Menschen nicht gestorben sind. Prozentangaben sind daher immer seriöser. Ja, es sind schon Menschen nach der Impfung gestorben und jeder einzelne Fall wurde genau untersucht. Wichtig ist hierbei aber auch die Hintergrundinzidenz. Diese bezeichnet die Anzahl der Fälle von Krankheiten oder eben auch Todesfällen, die auch in einer ungeimpften Bevölkerung auftreten.
Liegt die Anzahl in dem Zeitraum darunter, ist das kein Grund zur Besorgnis. Stimmt es, dass Menschen, die geimpft sind, eine Gefahr für Ungeimpfte darstellen? Diese Behauptung des sogenannten Impfstoffschädlings geht auf die Polio-Impfung zurück. Bei dem Lebendimpfstoff gab es in der Tat sogenanntes Impfpolio. Da die Corona-Impfstoffe jedoch keine lebenden Viren enthalten, ist das hierbei biologisch schlicht unmöglich. Stimmt es, dass Chlordioxid gegen das neue Coronavirus hilft? Hier haben wir einen altbekannten Kandidaten aus der Reihe gefährliche Wundermittel. Dieses Präparat wurde auch vom damaligen US-Präsident Trump empfohlen. Seinen Ursprung hat das Quacksalbermittel bei dem Ex-Scientologen Jim Humble, der sein Miracle Mineral Supplement über die von ihm gegründete Genesis 2 Church of Health and Healing weltweit verbreitet. Mit Health und Healing hat es allerdings wenig zu tun. Es handelt sich um industrielle Chlorbleiche, die schwerste Verätzungen hervorrufen kann. Stimmt es, dass die mRNA in den Impfstoffen unsere DNA verändert? Diese Schauergeschichte kann aus biochemischer Sicht überhaupt nicht funktionieren. Um RNA in DNA zu integrieren, fehlt unserem Körper ein Enzym, die reverse Transkriptase. mRNA wird von unserem Körper dauernd produziert, eine Art E-Mail-System, Messenger-RNA. Außerdem erfolgt der Bau des Proteins außerhalb des Zellkerns. Es gibt also zu keiner Zeit eine Verbindung zu der DNA. Stimmt es, dass die Impfung unfruchtbar macht? Diese Behauptung beruht auf einer falschen Annahme. Angeblich soll das Spike-Protein des Virus einem Eiweiß in der Plazenta ähneln und die Antikörper auch dieses angreifen. Diese Ähnlichkeit beträgt jedoch nur 0,75%. Aus der Praxis weiß man, dass therapeutische Antikörper mit 81% Ähnlichkeit auch kein Problem darstellen. Außerdem müssten dann auch alle genesenen Menschen unfruchtbar sein, denn diese haben ja auch Antikörper. The Final Facts. Impfreaktionen sind keine Nebenwirkungen. Wenn der Impfstoff eine Immunreaktion auslöst, werden die gleichen Mechanismen wie bei einem echten Angreifer in Gang gesetzt. Dies kann zu Symptomen wie bei einem wirklichen Infekt führen. Bei den Corona-Impfstoffen waren Kopfschmerzen, Müdigkeit und Schüttelfrost häufig zu beobachten. Eine solche Reaktion zeigt, dass der Impfstoff gerade genau das tut, was er soll. Die Pandemie hat uns gezeigt, wie schnell ein Impfstoff entwickelt werden kann. Theoretisch könnte jeder Impfstoff in der gleichen Geschwindigkeit auf den Markt kommen. Allerdings fehlte dabei bisher der treibende Grund, wie eine Pandemie, die die Gesundheit der Bevölkerung sowie das soziale und wirtschaftliche Leben bedroht.